Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Und ja, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Liegt daran, weil ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. Und stimmt, das wollte ich erzählen. Deck Nummer 3, wie ihr seht, ist noch nicht da. Liegt aber daran, dass ich momentan wenig Zeit habe, mich darum zu kümmern. Deswegen tut's mir leid, Deck Nummer 3 ist noch nicht vorhanden. Wird auch noch nicht ausgeklügelt. Tut mir leid. Irgendwann wird das kommen. Und ja, wir sehen, im Shop haben wir jetzt nicht so geile Sachen im Angebot. Wir haben wieder das hier drin. Warum auch immer. Und was habe ich denn jetzt gemacht? Hey. Soll ich mal runterscrollen? Habe ich da irgendwie draufgeschossen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Gilde gibt es auch nicht so viel Neues. Cool möchte diese haben. Wie viel haben wir davon? Übrigens, ich muss dir was zeigen. Das habe ich jetzt. Habe ich erst vor kurzem herausgefunden. Kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Hier stehen ja so Zahlen vorne. Das sind die Zahlen, wie viel du hast. Steht da auch, du hast. Ich habe das nie gecheckt. Ich habe immer geguckt, wie viel ich habe. Und nie da drauf geguckt. Ich habe immer hier hingewechselt und habe dann geguckt. Lustig, oder? Super. Ja, wollte ich nur meine Inkompetenz einmal unter Beweis stellen. So, wir steigen erstmal so schnell nicht ab. Das heißt, wir können eine Runde auf jeden Fall ohne machen. Ohne, dass wir das haben. Und wir starten mit dem Voll-Voll-Deck, machen wir eine Runde. Und ich würde sagen, hey ho, let's go. Vielleicht gewinnen wir ja und kriegen irgendwas Schönes oder so. Ich weiß ja nicht. So, viel Glück. Und wie gesagt, falls ich heute ein bisschen anders klinge oder downmäßig oder sowas klinge oder weniger erzähle, liegt es einfach daran, dass ich heute wieder krasse Kopfschmerzen habe im Vergleich zu sonst. Sonst sind wir immer so, ja, ich habe Kopfschmerzen. Und heute sind wirklich so, ja, ich habe Kopfschmerzen. Ja, so in etwa. Aber wie gesagt, liebe Leute, ich passe auf meine Gesundheit auf. Und falls es wirklich zu viel ist, werde ich natürlich auch ein Part ausfallen lassen. Das ist ganz klar. Falls ich zu starke Kopfschmerzen und sowas habe, werde ich ein Part ausfallen lassen und dann werden wir ja einen anderen Part machen oder so. Was weiß ich. Also, dann werde ich euch natürlich Bescheid sagen. Aber wie genau das alles dann soweit ist und so, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das ist noch nicht so weit, dass es soweit ist, dass ich das sagen muss. Great fuck. Und ja, wenn das irgendwann soweit sein sollte, dann werde ich euch das natürlich erzählen und dann werdet ihr natürlich mitbekommen, warum heute kein Part Clash Royale kommt. Ja, ich habe übrigens auch Hardcore reingeschmatzt mit denen. Ich habe Videos aufgenommen. Spricht hier gerade eine Mücke lang, Alter. Ich habe Videos aufgenommen von Pflanzen gegen Zombies. Und von YouTubers Live. Und dann ist etwas sehr Schönes passiert. Ich habe das alles aufgenommen. Ich wollte das hochladen. Und dann, was mache ich? Was mache ich, Vollidiot? Genau, was mache ich, Vollidiot? Hä? Was glaubt ihr? Was habe ich gemacht? Genau. Ich habe die Dinger fertig gemacht, auch hochgeladen und auf Privat stehen, dass ich den freischalten kann und sowas. Ende von Lied ist. Ja, das war das Ende sozusagen. Mehr kam da hauptsächlich auch nicht. Das war's eigentlich. Ich habe die hochgeladen. Und sie standen auch privat. Ich muss sie nur veröffentlichen. Was mach ich, voll Idiot? Ja, verpeil das natürlich hardcore. Und deswegen kamen keine Videos. Immer so, ich denke so, oh, es ist 15 Uhr. Fuck. Oh, es ist 15 Uhr. Fuck. Oh, es ist 15 Uhr. Fuck. Immer. Immer und immer wieder. So. Zack, zack, zack. 8, 7, 6, 4, 5, meine ich. Er wird auf jeden Fall ein Kron-K.O. Das kann ich euch schon mal verraten. Das habt ihr jetzt ja auch gesehen, ne? So, ich weiß nicht, ob ich das krass deffen kann. Okay, das war klar, war vorhersehbar, gutes Spiel. Ah, verdammt.
Okay. Machen wir noch eine Runde. Bis wir eine Truhe bekommen, dann öffnen wir die erst. Das heißt, für die Leute, die nur zum Kronentruhen öffnen, zum Truhen öffnen da sind. Ihr habt verkackt. Ihr könnt nicht einfach von Anfang an den Anfang gucken und dann einfach skippen bis zum Ende. Weil jetzt wisst ihr nicht, wann es kommt. Oh yeah. Das ist gut, ne? Dies ist pretty nice. Was können wir machen? 7 Tage lang, was können wir machen? So ein Durst. Wir holen unsere Skelettarmee. Wie tut dem Gegner? Die tut dem Gegner weh. Ja, unsere Skelettarmee tut dem Gegner weh. Und dann kommt noch kleiner Wicht mit seinen Pfeilwerfern. Ne, wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Easy. Easy going, it's a free kill for me, it's a free death, and it's a free all we're gonna see. What I ever I say in the ear. I love it, yeah. I love it, yeah. Wird das Spiel verlassen oder er ist mad? Eins von beiden wird sein. So. Hauen wir hier ein bisschen was hin, hauen wir ein bisschen was hin. Guck mal, weil wenn er die Skelettarmee nicht deft, ist er auf jeden Fall entweder raus oder halt wirklich mad des Todes. Aber ich glaube, er ist einfach nur mad des Todes, weil es kam keine Nachricht von mich, dass er rausgeflogen ist, aber ich habe damit jetzt auch kein Problem. Das sind 3 kostenlose Kronen, ich beschwere mich nicht. Meins. Sehr schön, sehr schön. Gutes Spiel. Ich habe schon mal überlegt, auf meinem Handy mich einfach komplett runter zu droppen zu lassen auf Arena XY. Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. So. Ich habe mal eine Truhe schon mal. Wir müssen auf 1700 hoch, ne? Wir haben. Okay, das dauert. This dauert. Ja, da kann ich, würde ich jetzt ungern verschenken. Ich gucke am Ende, was ich da über habe. Wenn ich da welche über habe von den 400, werde ich welche verschenken. Und den Sammlern würde ich eigentlich auch ungern welche loswerden. Es tut mir da wirklich leid. Ich würde die. Bei mir ist immer so. Ich habe momentan so die Regel, was ich über die Hälfte habe, werde ich erst behalten. Und gucken, ob ich das selber hochkriege. Und falls es nicht, dann nicht. Alter. Ich wollte viel Glück wünschen, Mann. Ich wollte dir einfach viel Glück wünschen. Mann, oh, so ein Arsch. Greif dir einfach an. Da will man immer nett sein und dann kommt sowas, Mann. Ich weiß doch, warum ich ab und zu nicht so nett bin. Ja. Der Drache kommt auf jeden Fall durch. Drache ist unfair. Gegen eine Hexe. Da kann die Hexe nicht so viel gegen machen. Kriegen wir den down oder muss ich deffen? Ah, wir kriegen ihn down, okay. So, ich werde, glaube ich, einen Ofen dann setzen, aber weiter vorne, damit der alles abbekommt und nicht so krass unser Häuschen, hätte ich mal gesagt. Boots, Junge. Boots, Junge, voll ins Knie, Mann. Headshot, voll ins Knie. Immer mitten rein da in das Knie. Das tut den Gegner weh, oh je, Mini. Ein bisschen Gift. Ein bisschen Gift hat noch keinem geschadet. Ein bisschen Gift ist so schön. Doch der Gegner muss gleich gehen. Ein bisschen Gift, oh ja, yeah, ein bisschen Gift. Na klar, ein bisschen Gift hat noch keinen geschadet. Ja, denn jeder freut sich sehr sogar über ein bisschen Gift, na klar. Ein bisschen Gift, oh ja, ein bisschen Gift, na klar, ein bisschen Gift. Ich freue mich sehr, oh ja, das war gut da, weil die Skelettarmee voll durchkam. Boom, boom, boom. Boom, 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 I'm watching in my room, you and me together forever. Never, oder so. Irgendwie geht der Text. Ich weiß nicht genau, aber irgendwie funktioniert der. So. Na ja, lauf ihm mal hinterher, lauf ihm mal hinterher. Gut, dann nicht, dann halt nicht, ne? Dann halt einfach nicht, Mann, es ist in Ordnung. Du musst nicht immer im Vordergrund stehen.
Manchmal reicht auch, wenn du mal nach Hause gehen tust. Deswegen hör doch mal auf und mach doch mal ran, den Gegner zu besiegen, und kann man nicht so einfach machen. Denn der Gegner will manchmal auch mal kacken. Okay. Beilage verfallen! Pfad, Junge! But fall in the face, you 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 fall in the face, you. Und hier haben wir noch einen Ofen hin, na klar, der haut den Gegner um, es war, denn der Gegner stirbt, na klar, immer härter drauf, ja. Zack. Sollten wir doch deffen, oder? Dann würde ich jetzt noch mal in Angriffmodus gehen. So. So, so, so. Und hier nochmal einen Ofen dazu. Ich freue mich so sehr. Und dann geht er nun. Der Ofen ist so weg. So ein scheiß Dreck. Paprenner! Pavo, 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 der Drache ist ziemlich nervig, Mann. Was kann ich dagegen machen dann? Oh nein, hier kommt der Alte dran, Mann. Three, two, one. Kommt vorbei. Gutes Spiel. Wir waren sogar schon im Kunker. Okay, aber kann ich mitbekommen. Gutes Spiel, danke. Da muss man sich aber nicht aufregen, Herr Gegner, Mann. Okay. Na komm, meine Runde neues Glück. Eine Runde neues Glück. Okay, der ist auch neu. Den gab's vorher so auch noch nicht. Au. So. Viel Glück. Danke. Bitteschön. So und so. Die Hexe ist eigentlich mit so das Beste. Ich finde die Hexe sogar ein bisschen besser als den Magier. Weil die Hexe noch zusätzlich Einheiten generiert. Die macht, glaube ich, nicht so viel Damage wie der Magier. Ich glaube schon, dass der Magier an sich mehr Damage macht von Haus aus. Aber ich glaube einfach, dass die Hexe dadurch das ausmacht, dass sie nur eins Einheiten dazu ruft. Ich glaube schon, dass das sehr, 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 sehr viel Unterschied macht im Vergleich zu anders. So, dann machen wir das so und so. Ich hätte gerne Elixiersammler, weil ich brauche Elixier. Wie man das kennt, also sammelt ein Elixiersammler. Ja, Elixier. Eigentlich. Sollte er es tun, ja. Holen wir uns einen Magier dazu. Ich würde gerne mit denen deffen, aber ich glaube, wir brauchen jetzt gerade echt den Magier. Weil der schneller und mehr Damage macht als diese hier, weil die kommen ja raus und haben die Cooldown und dann müssen die wieder kommen und immer so weiter. So. Ein bisschen Gift hat noch niemanden geschadet. Vor allen Dingen nicht dieser Piu-Piu-Dame. Gut. Voll ins Gesicht, Junge. Zack. So, 3, 2, 1. Okay, die ist da weiter vorne. Aber egal, wir werfen trotzdem einfach mal einen Feierhagel rauf, gucken, was passiert. Zack. Nicht so vieles passiert, ne? Aber ein bisschen was. Ein bisschen was. Jetzt hätte ich einen Feierhagel werfen sollen, aber okay. Ist okay, ist okay. Wir können das schaffen, wir können das schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich glaube schon, ja. Mhm. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Was geht ab? Ich wurde eingeladen zu einer Runde CSGO, aber ich kann das nicht, yo. Ich bin einer der größten Noobs in CSGO, aber es macht Spaß zu spielen. Ich kann es zwar nicht, aber ich spiele das wohl ab und an, weil es Spaß macht. Aber, ja, spielen an sich kann ich es nicht. Also nicht wirklich. Klar, so ein bisschen spielen kann jeder das, aber nicht so wirklich, wie man spielen müsste, damit machen Goodies in diesem sogenannten im Spiel. So. Das ist mir eigentlich egal, das Puffer war da schon, ganz ehrlich.
Ich will einfach nur dahinter diese Krone haben, Mann. X. Boah. I. Bonn. Einmal eine Sekunde mal eher als der Sprecher. Zack, einkerkeln. Einkerkeln. Gibt's Kerkeln? Ist das ein Wort? Ich einkerkeln dich. So, alleine kann das Schweinchen nichts machen. Also es kriegt keinen Tower Down alleine. Und das ist sehr, sehr gut. Deswegen ballern wir hier einfach mal alles raus, was wir haben. Damit wir hoffentlich da oben das Thanos bekommen. Das wäre ja wunderbar. Geil, ne? Wundergeil. Aber die Frage ist, schaffen wir das? Ich hoffe natürlich ja. Der Gegner sagt so, nee. Aber ich möchte ja sagen. Deswegen sage ich ja. Und hier kommen die kleinen Feuergeister. Yeah, no. Dann holen wir noch einen Riesen dazu. Denn der Riese kriege das und nu. Das Gift kommt hinterher. Ich freue mich. Yeah. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Du wirst sterben. Das Gift kommt langsam und schleichend. Okay, wir haben gewonnen. Drei Krönchen, jetzt zwar nicht so viele Punkte und so. Wir öffnen aber wieder eine Truhe. Ich glaube, das mache ich immer so. So langsam immer die Truhen öffnen, weil dann haben wir die Chance, dass wir nochmal aufsteigen. Und dann könnten wir nochmal richtig coole, bessere Sachen bekommen aus den Truhen. Deswegen sagen wir 3, 2, 1, kämpfen. So, Problem ist zum Beispiel auch, ich würde gerne sowas wie CSGO und so mit den anderen momentan richtig gerne spielen. So. Momentan bin ich eher so, dass ich kaum was spiele. Leider, leider Gottes. Liegt aber hauptsächlich daran, dass ich meistens hochlade und den halben Tag nichts machen kann am PC. Weil einfach der PC permanent damit was zu tun hat, Videos zu also hochzuladen, beziehungsweise es wird hochgeladen und dann das ist blöd. So, ich hoffe, man versteht das einigermaßen, was ich damit sagen möchte. Kann ich natürlich keine Online-Spiele nicht spielen, das ist ja ganz klar. So, da sollte jetzt platzen und dann. Oh, ich wollte das eigentlich mit dem Feuerball, mit dem Ding regeln, aber egal. So. Wir haben aber gut gedefft dafür, dass er so ein fetter E-Legendärer kam. Und ja. So viel halt dazu. Ne? Wie gesagt, ich würde gerne mehr online irgendwas machen und so zocken und so. Overwatch habe ich auch schon seit keine Ahnung wann nicht mehr gespielt und sowas. Würde ich gerne spielen. Problem ist halt immer, dass mein PC am Rennen, am Hochladen ist. Rennen ist ja gar nicht so schlimm. Ja, wenn der am Rennen ist, kann ich ja trotzdem nebenbei was spielen. Aber er ist am Hochladen und das ist das brutale und Schwierige daran. Weil dann kann ich gar nichts machen, wenn er am Hochladen ist. Also, klar, ich kann was machen und so, aber ich kann keine Online-Spiele spielen. Weil Hochladen echt böse ist. Und das kostet ordentlich Saft. Und dann mit einer 16K-Leitung kann man halt da nicht so einfach so sagen, jo, gar kein Problem, du bist zwar am Hochladen, aber ist ja kein Problem. Du machst dann, ja, spielst du halt trotzdem nebenbei was. Das geht leider nicht so gut. Weil dann sagt er einfach so, nee. Nee, dann möchte ich nicht mehr. Und dann kannst du nicht nur online spielen und das ist ja traurig. Da tut mir das so leid. Ich würde gerne mit Leuten spielen, aber es kann nichts. Weil mein Internet einfach sagt, nee. Mein Internet sagt einfach, nee. So. Ich meine, wir haben jetzt wieder nicht die super Def gegen diesen Flugkacker-Ding-Zeug hier. Aber es ist doch schon ganz schön okay dafür. Ne, es ist doch ganz schön okay dafür. Muss ich ja jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle erwähnen, ne? So, wir werden jetzt einfach auf der linken Seite versuchen durchzulaufen mit dem fetten geilen Riesen. Und hier noch Magier und sowas. Weil ich möchte einfach alle drei Kronen. Und nicht wie er, der sich jetzt auf zwei Krönchen hier beschränken möchte. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Ich möchte mit den drei Kronen. Weil drei Kronen stehen mir nun mal zu. Dem Gegner nicht. Deswegen beeile ich mich und das in. So. Ich hoffe, ich kann das ignorieren. Nein, kann ich nicht. Kann ich eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem. So. Naja, es wird down gehen. Es ist down. Ich hätte beim ersten Mal das ignorieren sollen.
Hätte ja zwei Dinger zwar bekommen, aber ich hätte vielleicht alle drei bekommen. Aber nein, ich habe es nicht getan. Aber gut. Eine Krone fehlt uns noch. Die holen wir uns natürlich noch ganz, ganz, ganz schnell. Und dann ist es Aua und Aua und Aua. Sonnagirl, okay. Dankeschön. Viel Glück auf jeden Fall dir auch. So. Ich hätte gerne einmal einen Riesen. Aber ich möchte erst warten, bis er was spielt. Oder sie. Sonnagirl. Okay, gut. Da kann man jetzt natürlich blöd mit einem Riesen rein. Aber wir tun es trotzdem, auch wenn das ein bisschen blöd ist, weil wir die nicht so gut deffen können, die Dinger, ne? Okay, der geht so schnell down, Alter. Da sind Stufe 9, die Dinger. What the heck? What the heck? What the heck is going on? No. What the heck is going on now? Fireball! Fireball! Fire! Paparada! Am Arsch, Mann. Piss dich, du Schwein. Piss dich, du Schwein. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich hab eine Anzeige. So, gegen so ein Barbarenhaus und zwei Öfen eigentlich mega, mega nice, Alter. Das ist echt mega, mega nice. So, die Barbaren werden auch ein bisschen gebrutzelt und dann wird das nächste Haus auch schon direkt angegriffen. Das ist sehr, sehr gut. Das freut mich. Die sollten lebend nicht durchkommen, oder? Ja, okay, doch. Wenn das Ding natürlich aufhört, dann sollten die natürlich lebend durchkommen. Aber ansonsten sollten die, glaube ich, lebend nicht da durchkommen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zack. Was machen wir? Ich hätte auf jeden Fall nochmal gerne, 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 gerne. Ein Ofen. Aber Problem ist, wir haben jetzt gleich nur noch einen Ofen wieder. Das ist jetzt natürlich nicht so geil, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sein. Muss ich ja ganz, ganz ehrlich sein, ne? So. Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Noch ein Ofen dazu und ich grill den Gegner. Nu, bum, 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 bum. Noch ein Ofen dazu und ich grill den Gegner. Nu, bum, 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 bum. Noch ein Ofen dazu, ich grill den Gegner und das sind nu. Juhu. 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 Zwei Hexen sind so stark, was geht ab, Mann? Die dritte ist unterwegs, was geht ab da, Mann? Dann kommt die nächste Hexe, die schmeißt sich auch an den Gegner ran. Boah. Schaffen wir das noch? Knapp. Gutes Spiel, aber wir haben trotzdem gewonnen. Wir kriegen ja trotzdem unser Trophächen dafür, auch wenn wir eh nur einen brauchen. Das sind 19 Stück, naja, besser als nichts, ja. Wir haben jetzt ordentlich was zu öffnen, deswegen würde ich sagen, die können wir schon mal öffnen lassen nebenbei. Wir öffnen hier die Truhe, sagen Gold. Ritter. Okay, Bogenschützen, naja, Bombermans. Können wir jetzt sogar auch schon mal upgraden nochmal irgendwann. Aber mal gucken. Hier haben wir Gold. Lakaien, okay. Ofen, nice. Ich hätte gerne eine Lakaien-Horde, damit ich die wieder weiter verschenken kann hier. Leider nur die normalen Lakaien. Kann ich die nicht davon drei Stück zusammenfügen für zu einer Horde oder so? Das wäre irgendwie cool. So, und hier haben wir nochmal Gold, die Juwelen, Valkyrie, okay, Magier, okay, Feuergeist, Alter. Destructor, brauchtest du nicht noch Feuergeister? Ich habe 585. Und Knall. Okay, leider keine Lakaien über, dass ich welche verschenken kann. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde natürlich weiter mit dem Handy die Dinger spenden. Und ja, wir gucken mal eben nach. Ja, was fehlt mir denn noch? Genau, die Barbaren. Haben, glaube ich, nicht mehr so viele Leute. Aber ich frage trotzdem noch einmal nach, weil wir sehen, ich krieg nur 8 Stück davon. Das heißt, einmal die von mir selber und die von Destructor. Großen Dank auch an Destructor hier nochmal, dass er auch nochmal ein paar Barbaren schenkt, obwohl das nicht immer selbstverständlich ist. Barbaren sind wertvoll. Und ja. Elixiersammler werden wir einfach mal opfern, weil, ja. Wir brauchen gerade ja auch nicht ein bisschen sammeln. Ja, okay, wir machen es einfach mal. Die Lakaien werde ich jetzt erstmal nicht opfern, weil, ja. Oder wobei, wir könnten eigentlich wirklich 4 Stück opfern. Das ist immer ein bisschen blöd halt, wenn 2 Leute danach fragen.
dann ist das immer nervig, da ranzukommen. Beziehungsweise die zu verschenken und so. Deswegen ist es immer besser, eigentlich nur einer fragt. Aber egal. Ja, der Part ist vorbei. Ich möchte nicht zu lange quatschen und ja. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen, meine Kopfschmerzen, entkopfschmerzenisieren. Und dann muss ich heute Mittag wieder weg und heute Abend wieder arbeiten. Ich wünsche euch alle aber einen wunderschönen Freitag. Genießt das Wochenende. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.